Bereits zum dritten Mal traf man sich beim Festival auf Schneeschuhwandern im herrlichen Murtal. Ein Festival für Neulinge, aber auch für Experten. Und auch das sportliche ATV-Team war mit Begeisterung dabei. Zum dritten Mal fand im Murtal das Schneeschuhfestival, das Highlight des Jahres zum Thema Schneeschuhwandern, statt. Das Bölstal ist prädestiniert für das Schneeschuhwandern. Touren von leicht bis anstrengend sind die Prämisse. Aber was wirklich ausschlaggebend ist, das sind die hervorragenden Schneebedingungen. Das 2x2 des Schneeschuhwandern fand diesjährig in Pusterwald statt. Eine Tagestour auf die Wildalm steht am Programm. Gemeinsam mit der Firma Weges, vertreten durch Silvia Sacletti und dem Profi-Bergführer Herbert Raffalt, veranstaltete der Tourismusverband Region Bölstal diese Tour. Vorsitzende Sonja Hubmann-Winter und Geschäftsführerin Bianca Boja konnten zahlreiche Teilnehmer beim Jagerwirt begrüßen. Nicht nur Wandern im Schnee stand am Programm, auch die Thematik rund um den Schnee selbst. Grundlagenwissen wurde vermittelt, wie lese ich Lawinenberichte, wie gehe ich im Gelände mit der Karte um und vieles mehr. Bianca Boja als Mitorganisatorin freut sich über die rege Teilnahme am Schneeschuhfestival. Wir befinden uns derzeit mittendrin beim dritten Schneeschuhfestival im Murtal. Wir sind heute zu Besuch in Pusterwald in der Region Bölstal und zwar bei 2x2 des Schneeschuhwandern. Das wird heute begleitet von unserem Bergführer Herbert Raffalt und von der Silvia von der Firma Weges. Leider sind die Wetterverhältnisse heute ja nicht so, wie man sich das vorstellt, aber bis zum Mittag verspricht es ja mehr Sonnenschein. Und wenn man sieht, es sind auch schon kleine Auflockerungen in Sicht. Die Tour beginnt dann bei der Goldwaschanlage im Pusterwald und geht dann Richtung Wildalm. Weiters wird es dann am Abend einen Vortrag geben mit unserem Herbert Raffalt im Gasthof Bären. Aber nicht nur das Schneeschuhfestival bietet einige Schneeschuhtouren in der Region Bölstal, sondern auch den restlichen Winter über haben wir geführte Touren in unserer wunderschönen Region. Wie man sieht, ist es eine sehr schneesichere Region und wir haben wirklich fast vom Ende November bis durchgehend März auf den Bergen überall perfekte Verhältnisse für Schneeschuhtouren. Und nun geht's endlich los. Es wurden Forststraßen, Waldwege, Hänge und verschiedenste freie Geländeformationen durchwandert. Die Vielfalt des Schneeschuhwandern macht das Erlebnis aus. Zwischendurch werden Schneeprofile gegraben und ein Piepseltest durchgeführt, das heißt die Handhabung eines lawinenverschütteten Suchgeräts, gezeigt. Und auch Kartenlesen will gelernt sein. Viele Interessierte kamen auch am Abend zu einem Vortrag von Herbert Raffalt ins Gasthaus Bären in Brettstein. Winter, Wetter, Wind war das Thema. Ein Praxisbericht von Raffalt: Welchen Einfluss hat der Wind als Baumeister für Lawinen? Welche digitalen Medien helfen und werden empfohlen? Ein toller Vortrag über Mehrwissen beim Wintersport im freien Gelände rundete diesen Tag ab.